Das war ein Stück aus der Originalversion des Cellokonzerts in B-Dur von Luigi Boccherini. Und wie Sie gesehen haben, bewegt sich hier Boccherini sehr stark in hohen Registern, was damals eine ganz neue Entwicklung im Cellospiel und in der Cellotechnik war. Einer der Pioniere dieser Daumenlagentechnik war Jean-Louis Duport. Und der war Cellist am Hofe Friedrich Wilhelm II. Das war der Nachfolger vom alten Fritz. Und dem hat Voltaire einmal gesagt, er sei ein wahrer Zauberer, weil er aus einem Ochsen eine Nachtigall machen würde. Ja, das war also damals der letzte Schrei im Cellospiel und wurde von den Komponisten und Cellisten inflationär verwendet. Und deswegen spiele ich auch zum Apo-Konzert nicht diese Version, sondern eine Version von Friedrich Grützmacher, die ist reichlich 100 Jahre später geschrieben worden, in der Grützmacher diese sehr ausladenden Daumenlagen-Passagen etwas zurückgenommen hat zugunsten von anderen Themen und Melodien aus anderen Boccherini-Cello-Konzerten und damit praktisch diesen wahnsinnigen melodischen Einfallsreichtum von Boccherini herausgestellt hat. Ich finde, es ist eine sehr gelungene Bearbeitung, auch wenn sie jetzt etwas ins Hintertreffen gekommen ist, weil heutzutage doch gerne die Originalversion gespielt wird. Ich spiele Ihnen jetzt zum Vergleich die gleiche Passage von eben in der Grützmacher-Version. Schön ist die Welt. So lautet das Motto unseres nächsten Anrechtskonzerts. Es geht dabei um Stücke, die auf die eine oder andere Weise eine positive, lebensbejahende Ausstrahlung haben oder auch Natur schildern. Es handelt sich dabei zum Beispiel um das eben gehörte Cellokonzert von Boccherini, das mit seinen wunderbaren Melodien eine ganz wunderbar gelöste Atmosphäre verbreitet. Dann gibt es noch von Arthur Honegger Pastoral d'été, ein Stück, das die Natur der Alpen schildert. Und in der zweiten Hälfte erklingt dann noch die 7. Sinfonie von Antonín Dvořák. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie kommen.